Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Parlament gedenkt der Terroropfer von London. Freizug der Turnhallen bis Ende März und das Wetter. Licht am Ende des Tunnels, die Sonne kommt zurück. In den nächsten Tagen wird es wieder frühlingshaft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 23. März 2017. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat mit einer Schweigeminute der Terroropfer in der Partnerstadt London gedacht. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, ihre Gedanken seien bei ihren britischen Freunden, sagte Parlamentspräsident Ralf Wieland am Donnerstag. Der Anschlag wecke Erinnerungen an das Attentat auf einem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember. Wieland unterstrich, dass sich der Terror gegen alle Demokratien in Europa richte. Daher müsse der Kontinent zusammenstehen und seine Werte gemeinsam verteidigen. Im Londoner Regierungsviertel waren am Mittwoch 4 Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Britische Behörden gehen von einer islamistisch motivierten Tat aus. In Berlin werden nach Aussage der Sozialsenatoren bis Ende März alle Flüchtlinge aus Turnhallen in feste Unterkünfte umgezogen sein. Damit halte der Senat sein Wort, so Elke Breitenbach. Auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs 2015 waren aus Mangel an Alternativen Dutzende Turnhallen provisorisch für Zuwanderer hergerichtet worden. Jedoch mussten dort etliche Flüchtlinge viel länger als erwartet unter hochproblematischen Bedingungen leben, weil sich Bau oder Bezug regulärer Unterkünfte verzögerten. Im Dezember waren noch 2.800 Flüchtlinge in 38 Sporthallen untergebracht. Breitenbach und SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen hatten sich des Themas nach dem Regierungswechsel mit viel Energie angenommen und teils auch unorthodoxe Lösungen gefunden. So wurden etwa Übergangsbetreiber für bereits fertiggestellte, aber noch nicht bezogene Wohnanlagen gefunden. Die Opposition im Abgeordnetenhaus hat ein Umsteuern der Regierung in der Bildungspolitik gefordert. Bundesweite Vergleiche zeigten, dass Berliner Schüler vielfach schlechter abschnitten als anderswo in Deutschland, sagte die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele am Donnerstag im Plenum. Vor allem der SPD, die seit Jahrzehnten Verantwortung für die Bildung in Berlin trage, und ihrer Senatorin Sandra Scheres fehle es an Einfühlungsvermögen, Ehrgeiz und Konzepten, hier Besserung zu erreichen. Nötig sei nicht zuletzt klare Qualitätsstandards. Auch FDP und AfD übten Kritik, die die Koalitionsfraktionen zurückwiesen. Berlins schönstes Möbelhaus entsteht laut Porter derzeit auf der Gewerbefläche in Alt-Mahlsdorf. TV Berlin bekam am Donnerstag via Helikopter die Möglichkeit, das Ganze einmal von oben zu betrachten. Rund 50 Millionen Euro werden derzeit in die Entstehung des 23. Porter-Einrichtungszentrums investiert. Derzeit findet der Innenausbau statt. Hier schon mal erste Eindrücke. Darüber informierten auch am Donnerstag unter anderem die Geschäftsleiterin Silvia Janaschk, Geschäftsführer Uwe Hölzer und Mitinhaber Achim Fahrenkamp. Das Projekt soll im zweiten Quartal bereits fertiggestellt sein und das Möbelhaus mit separater Küchenwelt und SB-Möbelboss eröffnen. 190 Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. Am Ende werden es über 300 Mitarbeiter vor Ort sein. Und wir kommen zum Sport. Innen- und Sportminister Thomas de Maizière verfolgte am Mittwochabend auf Einladung von Parteifreund und Füchse-Präsident Frank Steffel die Bundesliga-Partie zwischen dem amtierenden Vereinsweltmeister und der HSG Wetzlar. De Maizière, der somit die Füchse dem Abschiedsspiel von Fußballnationalspieler Lukas Podolski vorzog, sah in der ersten Hälfte ein eher schwaches Spiel der Hausherren. Im zweiten Durchgang dann eine verbesserte Leistung, die somit auch zum 27:24 Erfolg führte. Beste Werfer bei den Berlinern waren Hans Lindberg mit 8 Treffern und Peter Nenadic mit 7 Toren. Bei seinem Premierenbesuch im Berliner Fuchsbau konnte der CDU-Politiker somit zum einen einen Erfolg der Füchse beobachten, zum anderen aber auch einen, im Gegensatz zu anderen Partien, emotional gemäßigten Präsidenten Frank Steffel erleben. Er hat sich, glaube ich, ein bisschen gemäßigt, weil ich neben ihm saß. Aber er ist schon ganz schön mitgegangen und das ist auch richtig so, er ist ja Präsident.
Der Aufsichtsrat des 1. FC Union Berlin hat Dirk Zingler für eine weitere Amtszeit die Präsidentschaft des Vereins übertragen. Erstmals wurde der damals 39-jährige Unternehmer im Sommer 2004 zum Präsidenten seines Vereins berufen. Seitdem bekleidet er dieses Amt ohne Unterbrechung. Unions Weg führte in seiner Amtszeit nach dem Abstieg in die Oberliga 2005 stetig bergauf bis aktuell an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Der Verein hat sich im Profifußball etabliert, hat das Stadion an der Alten Försterei übernommen und in Eigenregie modernisiert und ausgebaut. Dirk Zingler hat dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, das Präsidium ab der kommenden Amtsperiode auf die laut Satzung maximal mögliche Zahl von 5 Mitgliedern zu erweitern. Zum neuen Präsidium gehören die bisherigen Mitglieder Dirk Thieme und Jörg Hinze sowie der Geschäftsführer Lizenzierung und Finanzen Oskar Kosche und der Geschäftsführer Sport Lutz Munack. Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag zugestimmt und alle 4 Kandidaten in das Präsidium berufen. Die neue Amtszeit des Präsidiums beginnt satzungsgemäß am 1. Juli 2017 und endet am 30. Juni 2021. Für eben diese hat Dirk Zingler auch einen großen Wunsch. Mir ist am wichtigsten, dass unser Verein, der 1. FC Union Berlin, ein selbstbestimmter Profiverein bleibt. Weil ich glaube, dass wir haben eine gewisse Vorstellung von Fußball, eine gewisse Vorstellung von auch Fußballkultur. Und ich finde total wichtig, dass wir noch viele, viele Jahre die Kraft haben, auch für diese Art Fußball und für die Kultur, die für uns hinter dem Spiel liegt, auch wärmen zu können. Und das können wir nur, wenn wir ein erfolgreicher Profiverein sind. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir das bleiben, ein erfolgreicher, selbstbestimmter Profiverein. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht klart der Himmel wieder auf und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Am Freitag erwartet uns ein herrlicher Tag mit Sonne satt. 12 Stunden lang wird sie scheinen und kein Wölkchen den Himmel trüben. Auch die Temperaturen können sich sehen lassen. Sie steigen auf frühlingshafte 12 Grad. Und der Ausblick: in den kommenden Tagen bleibt das Wetter durchaus angenehm mit viel Sonne und einer sehr geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit. Lediglich am Samstag zeigt sich der Himmel bedeckt. Auch das Quecksilber bleibt konstant. Am Sonnabend liegen die Höchstwerte bei 11, am Sonntag bei 10 und am Montag bei 12 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.